Hallo Diana, dies hier ist deine Aufgabe zum unbestimmten Integral von der Betragsfunktion, das Integral von Betrag von x dx. Gut, wie stellen wir uns eigentlich Betrag von x dx vor? Wir müssen uns das mal kurz grafisch veranschaulichen. Und zwar der Betrag heißt, wir haben keine negativen Funktionswerte. Und ich werde die jetzt schon mal hier eintragen, irgendwie so. Und so sieht die Betragsfunktion aus. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel minus 3 einsetze, soll plus 3 rauskommen. Wenn ich plus 3 einsetze, soll auch plus 3 rauskommen. So ist erstmal jedenfalls die Bildungsvorschrift. Das heißt, ich kann sagen, wenn f von x gleich Betrag von x ist, dann kann ich das auch aufteilen in zwei Funktionen. Ich nenne sie jetzt mal hier a. Da haben wir f von x gleich minus x für alle x kleiner als 0. Das heißt, für die negativen x-Werte muss ich sie hier in diese Funktion einsetzen. Wenn ich minus 3 hier einsetze, kommt halt plus 3 raus, wegen Minus und Minus. Und für den zweiten Arm, diesen hier, das hier ist der erste Arm mit a und das hier ist der zweite Arm mit b, habe ich also f von x gleich x für x größer als 0 oder für die positiven x-Werte. Jetzt kann ich für diese beiden Funktionen hier jeweils die Stammfunktion mal angeben. Dann habe ich die Stammfunktion von minus x ist minus 1/2 x Quadrat. Das heißt, Groß f von x ist hier minus 1/2 x Quadrat. Und hier ist es 1/2 x. Groß f von x ist hier, nee, 1/2 x Quadrat natürlich. Entschuldigung, falsch gesprochen, richtig gedacht. Aber das kann natürlich keiner hören und auch keiner sehen. Manchmal auch sehen, aber es ist wurscht. Jedenfalls können wir jetzt hier, wie können wir jetzt hier draus bitte wieder mal auf eine Betragsfunktion kommen? Ja? Wie können wir das jetzt hier? Wir wollen ja hinterher eine Funktion hier hinschreiben, eine Stammfunktion. Hier kommt jetzt ist gleich und hier soll ja in die eckigen Klammern sowas rein. Na gut, dann können wir natürlich auch x Quadrat wieder als x mal x uns vorstellen. Das ist jetzt allerdings so ein Standardding irgendwie, da muss man mal gesehen haben und sich gemerkt haben. Ja? Nicht denken, dass man das jetzt selber immer wieder neu erfinden müsste, das Rad, sondern man muss nur verstehen und dann möglicherweise kommt man irgendwann an einer neuen Tür an und die lässt sich mit diesem Schlüssel auch öffnen. Ja? Das heißt, erstmal trainiert man mit dem Schlüssel, den man jetzt hier vielleicht kriegt oder im Unterricht und dann hinterher gibt es vielleicht eine Funktion, die heißt 1/2 mal Betrag von x oder weiß der Kuckuck was, ja? Ein bisschen abgewandelt. Und da kann man den Schlüssel dann auch benutzen. Dieses Minus hier, das setze ich jetzt einfach mal frank und frei hier ein. Ja, weil es verändert nichts. Hier steht mal, meine ich, hier steht mal. Das heißt, ich kann die Faktoren untereinander vertauschen. Und jetzt habe ich hier in diesem Bereich wieder die Unterscheidung in minus x und plus x. Das heißt, ich kann jetzt die Stammfunktion hier bestimmen als 1/2 mal x mal Betrag von x. Und dann natürlich plus c, Entschuldigung, das hätte auch in die eckigen Klammern mit reingepasst oder auch gehört, aber das macht keinen Unterschied. Ja, also, ne, wenn wir jetzt hier uns dafür, für diese Funktion, genau das gleiche überlegt hätten wie ganz am Anfang für diese Funktion, daran kann man jetzt auch sehen, dass man tatsächlich auch jetzt mit diesem Schlüssel auch zum Beispiel die Stammfunktion davon noch bestimmen könnte. Allerdings braucht man dafür dann natürlich noch wieder eine Produktregel oder irgendwas. Und hier können wir jetzt sehen, aha, dieses hier ist das gleiche wie diese beiden Arme der Funktion. Ja, sollte es dazu Fragen geben, freue ich mich auf einen Kommentar. Und ansonsten freue ich mich auch natürlich auf weitere Aufgaben von euch.